Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde und Freundinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Montagnacht ist heute, Montag auf Dienstag. Und traditionell haben wir da ja eine offene Sendung. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Jedes Thema ist möglich. Und die erste Anruferin ist 19 Jahre alt und heißt Eva. Stimmt, ne? Ja, Eve. Eve. Ja. Eve, das ist natürlich was ganz anderes als Eva. Ja. Eve, also die erste, ich wiederhole nochmal, die erste Hörerin ist 19 Jahre alt und heißt Eve. Guten Morgen. Guten Morgen. Eve, um was geht's denn? Also es geht darum, ich habe einen Freund schon seit 3 Jahren. Mhm. Und seit so einigen paar Monaten haben wir nicht mehr miteinander geschlafen. Du hältst mal bitte den Telefonhörer recht still, das knackt und knirscht so. Ja. Seit 3 Jahren, habe ich es verstanden, seid ihr zusammen, ein Paar? Ja. Und wie lange habt ihr keinen Sex mehr? Ja, schon 3 Monate so sind es. Warum nicht? Gute Frage. Ne? Das wüsste ich auch gerne. Also, ich liebe ihn, also denke ich mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt Gewohnheit oder Liebe geworden ist mittlerweile. Wohnt ihr zusammen? Nein, aber wir sehen uns jeden Tag. Ja. Von wem geht das denn aus, dass ihr keinen Sex habt? Also von mir aus, wenn es nach ihm ging, könnte es jeden Tag sein. Ach so, du hast keinen Bock. Ja, ich bin diejenige, die irgendwie nicht will. Kam das schlagartig vor 3 Monaten? Ja, so ziemlich. Warum? Also ich habe mir immer eingeredet, also was heißt mir eingeredet, er hat zumindest gesagt, dass es halt von meiner Krankheit käme, dass damit halt alles angefangen hat mit Streitereien. Was für eine Krankheit hast du? Ich bin vor 2 Jahren Bulimie, habe ich bekommen. Ja. Und da hat halt alles angefangen. Ja. Er hat halt gemeint, ich hätte mich dadurch total verändert. Und haben uns wirklich halt jeden Tag gestritten. Und mhm. Das ist heute noch so. Und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist heute noch so, dass ihr euch doch sehr viel streitet. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. So ziemlich, ja. Mhm. Jeden Tag. Wie stark ist die Bulimie fortgeschritten? Das heißt, wie sehr leidest du? Wie oft hast du solche Fresskotzanfälle? Eigentlich jeden Tag. Mhm. Jeden Tag einmal oder mehrmals am Tag? Ja, also das ist jetzt nicht jeden Tag so krass. Manchmal ist es halt so, dass ich wirklich den ganzen Tag mich im Zimmer einschließe sozusagen, ja, mir Sachen kaufe und mich vollfresse und aufs Klo renne und wieder vollfresse, ja, und nochmal aufs Klo renne, also ein paar Mal am Tag. Ja. Und dann ist halt wieder so normale Tage, wo ich zum Beispiel nochmal nichts esse über Tage hinaus. Mhm. Und wo ich halt nur mal einmal am Tag aufs Klo gehe, oder zweimal. Diese Erkrankung hast du auch schon, ich bin jetzt mit den Jahren ein bisschen durcheinander gekommen, schon länger, ne? Ja, jetzt so, es sind jetzt bald 2 Jahre. 2 Jahre, so war es. Mhm. Ja. Mhm. Das wundert mich nicht, Eve, dass du dann keine Lust auf Sexualität hast. Ich glaube, dass es oftmals einhergeht, wenn man in einem starken Maße essgestört ist oder erkrankt ist in diesem Bereich, sei es magersüchtig ist oder bulimisch ist, dass man da keine Lust auf Sexualität hat. Also ich kann mir nicht jetzt genau vorstellen, dass es wirklich nur da dran liegt. Nee. Weil ich kann es mir, wenn ich jetzt mit anderen Leuten könnte ich es mir jetzt zum Beispiel jetzt vorstellen. Vielleicht ist es halt nur die Neugier, wie es halt mit einem anderen wäre. Mhm. Hinzu kommt natürlich, da hast du völlig recht, wenn du sagst, ihr streitet auch jeden Tag, ja, dass da ja nur auch ganz gravierend in der Beziehung irgendetwas schief hängt, obwohl du sagst, du hast ihn noch lieb. Aber wo du auch sagst, vielleicht ist aus dieser Liebe schon Gewohnheit geworden. Ja, was heißt Probleme? Er sieht jetzt zum Beispiel die ganzen kleinen Probleme, die sich halt nach einer Zeit alle wirklich zu einem großen Problem machen, die sieht er nicht. Er sieht halt nur die Probleme, die er sehen möchte, die für ihn ein Problem sind, aber für mich nicht. Und meine Probleme sind irgendwie nebenbei, die sind irgendwie nicht so sächlich. Also du fühlst dich auch nicht so richtig respektiert und ernst genommen von ihm? Genau, respektiert auf keinen Fall und ernst genommen. Er sieht halt, wenn ich irgendein Problem habe, das denkt er halt einfach, das ist halt nichts Großartiges, einfach zu lösen und so. Das und wenn ja er ein Problem hat, dann muss ich wirklich tagelang drunter leiden. Verstehe. Weil er. Aber das ist ja schon eine ganz harte Aussage, Eve, finde ich. Wenn man von dem Partner sagt, der respektiert mich nicht.
Oder der nimmt das nicht so ernst, was für mich ein großes Problem darstellt. Das also, ist ja ein schweres, schweres Negativurteil über die Beziehung. Also bei uns ist es ja auch so, dass halt wirklich schon seit 3 Jahren, dass bei uns überhaupt gar kein Vertrauen da ist. Also ich hätte das Vertrauen in ihn, aber er hat absolut gar kein Vertrauen in mir. Das heißt, du sagst seit 3 Jahren? Das heißt, während ihr der ganzen Zeit ihr zusammen seid? Ja. Ist das so? Mhm. Ja, also am Anfang habe ich wirklich meine ganzen Freunde aufgegeben. Ich habe gar keine Freunde mehr gehabt. Mhm. Und jetzt so seit knapp einem halben Jahr oder so habe ich mir wieder einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Mhm. Und da würde ich jetzt mal sagen, hat sich verstärkt, die Situation. Kann das einfach sein, Yves, dass das schlichtweg nicht die richtige Beziehung für dich ist? Dass du immer wieder dich gewehrt hast dagegen, es einzusehen oder das zu sehen? Vielleicht, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu sehr interpretieren. Kann eventuell, ich frage es jetzt nur mal so, kann eventuell sogar die bulimische Erkrankung mit der Unzufriedenheit in dieser Beziehung zusammenhängen? Also ich sag mal, mit der bulimischen Erkrankung, es hat viele Seiten auf sich. Also es hat wirklich ganz viele Seiten auf sich. Ich kann das nicht auf eine Sache festlegen. Aber dass der Auslöser für diese Erkrankung, diese Unzufriedenheit in der Beziehung war? Es war bestimmt auch nur Unzufriedenheit in der Beziehung, hat bestimmt auch was damit zu tun. Bist du denn diesbezüglich in guten Händen? Bist du in einer Therapie? Ja, es ging halt am Anfang so, mein Freund, der hat mich halt wirklich dazu gezwungen. Er hat gemeint, ja, wenn ich jetzt hier nicht eine Therapie mache, er hält es nicht mehr aus, er macht Schluss und so. Mhm. Und hat mich auch in gewisser Maßnahmen darunter unterstützt. Und es war halt so, er hat sich halt Ärzte ausgesucht, aber irgendwie kein Arzt konnte mir richtig helfen. Jeder Arzt hat mich immer wieder weitergeschickt. Er hat die Ärzte ausgesucht, nicht du? Er hat den Anfang gemacht. Er hat mir den ersten Abend sozusagen einen Termin beschaffen. Ja. Wie ist der Stand der Dinge jetzt im Moment? Hast du einen Therapeuten? Nein, ich habe keinen. Du hast keinen Therapeuten? Nein, ich habe auch keinen. Bitte? Also ich war, wie gesagt, bei einem nur so ein Vorgespräch. Und die haben mir am Ende immer gesagt, nee, ich müsste zum anderen oder ich bräuchte es zweimal die Woche, das würden sie nicht machen. Also ich hatte wirklich 5, 6 Therapeuten und die haben mich immer weitergeschickt. So, jetzt sagst du mir, dass du seit 2 Jahren bulimisch ist. Bulimisch ist frech, ist die sogenannte Fress- und Erbrechsucht. Das heißt, ich sage das nochmal so drastisch, dass man immer wieder Anfälle bekommt, sich den Leib vollschlägt, bis man aussieht wie eine Schwangere und das wieder erbricht. Das ist unästhetisch und unangenehm, aber es ist so und ist eine schwere Erkrankung, eine seelische Erkrankung, eine Suchterkrankung. Das machst du erst seit 2 Jahren und du machst es fast täglich. Das ist jetzt mein erstes wirklich gravierendes Anliegen, Yves, dir zuzusprechen, dass du dir da einen richtigen guten Ansprechpartner, einen Therapeuten suchst. Weil das in der Regel schaffen die Leute das nicht, allein da rauszukommen. Es gibt manchmal Fälle, aber selten. So, lass mich noch zu Ende sagen. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass du sehr, sehr in dich gehen musst und ehrlich mit dir selbst dich zur Ehrlichkeit zwingen musst, was du mit dieser Beziehung willst. Was will ich noch mit diesem Mann? Was empfinde ich für ihn? Wo tut er mir weh? Wo ist nur noch Druck da? Wo ist Liebe? Wo ist Vertrautheit? Wo ist sich fallen lassen? Ich habe den Eindruck von dem, was du mir erzählt hast, dass da nicht viel mehr von all dem Positiven ist, sondern dass eigentlich das Negative überwiegt und du den Schritt noch nicht gewagt hast. Du wagst ja schon sehr viel im Moment. Du hast ja deinen eigenen Freundeskreis wieder aufgebaut, sagst du. Ja. Zum Beispiel. Du verwehrst den Sex, obwohl du innerlich eigentlich schon Lust auf Sexualität hast und dir mit anderen das vorstellen kannst. Das sind ja alles ganz, ganz erhebliche Warnsignale oder letztendlich schon Urteile über eine Beziehung, dass man sagt, nee, es ist es eigentlich nicht mehr. Er hat auch viele gute Seiten, wo ich halt nicht dran loskomme, sage ich jetzt mal. Ich habe auch Angst, am Ende alleine dazustehen. Ich glaube aber auch, Yves, dass meistens der andere, von dem man sich trennt, wo die Liebe erloschen ist, auch natürlich seine guten Seiten nach wie vor hat. Aber die allein sind nicht, dürfen nicht der Grund sein, in einer Beziehung zu sein, die eigentlich keine Beziehung mehr ist. Das glaube ich. Für ihn ist ja in gewisser Weise eine Beziehung, weil er mich halt unter Kontrolle hat. Aber wie schrecklich. Es geht doch nicht um ihn, es geht um dich. Er hat dich unter Kontrolle. Stell dir das mal vor, was du mir gerade sagst. Ist denn das eine schöne, gute, die Grundlage für eine gute Liebesbeziehung? Nein. Es ist eine kranke Beziehung. Aber ich weiß, dass er mich liebt. Und das gibt mir irgendwo das, was du mir Kraft, gerade sag ich mal. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es dir Kraft gibt. Ich glaube, dass es dir in einer gewissen Weise eine,
eine schlechte Sicherheit gibt. Weil du Angst auch hast, zum Beispiel im Schritt raus. Wenn das Liebe ist, was du mir gerade nur von ihm erzählt hast, das ist ja noch nicht viel. Das ist keine Liebe. So geht man nicht mit jemandem um, den man liebt. Er hat halt Angst. Er hat halt Angst, dass ich halt jederzeit irgendwie einen anderen finden könnte, der irgendwie besser wäre, als er, obwohl ich ihn dauernd sage, dass ich nur ihn liebe. Ja, und deshalb will er dich unter Kontrolle haben. Und du lässt dich auch unter die Kontrolle setzen von ihm. Ja, am Anfang war es halt so, natürlich, wenn man verliebt ist, da ist man halt... Klar. Da lässt man halt so ziemlich alles mit sich machen und mit der Zeit ist es irgendwann Gewohnheit geworden und man kam ich halt nicht so einfach da raus. Ich glaube ja auch, Yves, dass wenn du in die Hände einer guten Therapeutin kommst, dass natürlich auch die Beziehung eine Rolle spielen wird, die du im Moment führst. Das wird man doch auch behandeln. Sodass du von der Seite auch noch einen Reflexionsanstoß bekommen würdest, wenn du in eine Therapie gehst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage nochmal ganz, wirklich mit ganz tiefer Ernsthaftigkeit, Yves, ich will es dir nicht irgendwie reinquatschen oder so, weil man das so sagt. Du musst dich in therapeutische Hände begeben. Aber diesen Weg, den schaffe ich halt gerade nicht, in eine therapeutische Behandlung zu gehen. Deshalb würde ich auch noch jetzt mal vorschlagen, dass du mit meinem Psychologen redest. Das kann dir ja nichts schaden. Nee, doch, auf jeden Fall, ja. So. Und natürlich musst du es irgendwann selbst entscheiden, das ist völlig klar. Aber vielleicht ist auch dieser Anruf jetzt schon der erste Schritt hin zu solchen eigenen Aktivitäten. Vielleicht. Ich würde es fast so interpretieren wollen. Du legst bitte auf. Mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 22 050 50, unsere Telefonnummer, unsere Faxnummer 0800 22 050 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die Susi ist hier. Die Susi, 27 Jahre. Hallo Domian. Hallo Susi. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Um meine liebe Schwiegermutter. Die liebe Schwiegermutter. Oh ja. Oh, die ist aber nicht so lieb, höre ich schon, ne? Nee, sie macht mir das Leben echt zur Hölle. Was ist los bei euch? Also, mal kurz gesagt, ich bin seit 2 Jahren verheiratet, habe eine 8 Monate alte Tochter. Und ich lebe in einer Gegend, wo die Dörfer ziemlich aneinander liegen. Aha, ihr lebt also nicht mit der Schwiegermutter unter einem Dach? Zum Glück nicht. Das wäre mein fatales Ende. Auch nicht in einem Dorf, sondern in einem Nachbardorf? In einem Nachbardorf, 2 Kilometer entfernt. Ja. Und meine Schwiegermutter ist ein stadtbekannter Hund, würde ich mal sagen. Also sie kennt jeder und jeder kennt sie. Ja. Und sie kriegt irgendwie auch von jedem erzählt, was ich tue oder wie oft ich zum Beispiel mit der Kleinen spazieren gehe und. Sie kriegt alles erzählt. Mein Problem ist jetzt, dass meine Schwiegermutter sich auch ziemlich einmischt, was jetzt die die Erziehung meiner Tochter betrifft. Ja. Sag mal ein Beispiel, wo sie das macht. Also sie kommt unangemeldet zu Besuch. Na ja, gut. Ja gut, da lege ich schon einen ziemlichen Wert drauf. Ja, ja. Unter Verwandten kann man ja mal klingeln. Ja, egal. Ja, egal. Sie kommt rein, auch wenn ich sage, ich habe keine Zeit. Sie kommt rein, setzt sich auf die Couch zum Beispiel. Die Kleine sitzt in ihrem Laufstall und ist sich quietschvergnügt mit ihrem Ball am Beschäftigen. Mhm. Ich gehe kurz raus, schwuppdiwupps hat sie die Kleine auf dem Arm und dann heißt es, ja, die hat gequengelt. Ich stand in der Küche, ich habe gehört, sie hat nicht gequengelt. So zum Beispiel, ich möchte einfach von ihr gefragt werden, wenn sie die Kleine auf den Arm nimmt, weil ich diese Frau einfach nur eklig finde. Sie hat zum Beispiel Dreck unter den Fingernägeln oder ich weiß nicht, ja. Die Frau ist mir einfach unangenehm. Also jetzt lass mich mal spontan was sagen. Du findest das lächerlich? Nein, lächerlich finde ich es gar nicht. Wahrscheinlich stecken aber viele Dinge hinter, über die wir jetzt auch gleich reden werden. Aber so, ich lasse einfach so mein spontanes Gefühl. Mein spontanes Gefühl ist, Mensch, da kommt die Oma, und sieht ihren kleinen Enkel, der kleine Enkel quietscht vergnügt mit dem Ball, dann nimmt man mal den kleinen Wurm auf den Arm. Ist ja nicht so schlimm. Die Frau wohnt auf dem Dorf, ist vielleicht auch irgendwie Hobbybäuerin oder so, da kann sie nicht immer manikürte Nägel haben, hat sie vielleicht ein bisschen Dreck unter den Fingern. Na und? Aber das ist es, glaube ich, auch nicht alleine, ne? Nein, weil mein Mann fällt mir immer in den Rücken, was jetzt meine Schwiegermutter betrifft. Eben auf den Mann kommen. Ich will noch mehr verstehen, warum du die Frau so ablehnst. Das waren jetzt gerade 2 Beispiele, die mich noch nicht so überzeugt haben, wie du gemerkt hast. Du hast bestimmt noch andere Sachen, die du mir erzählen kannst, die das noch mehr begründen, warum du eine Aversion gegen diese Frau hast. Ja, zum Beispiel hat sie
Also mal ganz kurz zu erklären, sie hat eine Waschmaschine bestellt bei einem großen Versandhaus über den Namen von meinem Mann und hat aber die Rechnung nicht bezahlt. Und das wusste mein Mann aber nicht, der hat das damals nicht mitbekommen. Sie hat einfach seine Kundennummer genommen, bestellt, bla bla bla. Auf einmal steht bei mir der Gerichtsvollzieher vor der Tür und das war kurz nach unserer Hochzeit. Das ist nicht so schön. Das war nicht so schön. Hat sich das wieder geregelt hinterher oder... Ja gut, ich habe sie dann quasi auch dazu gebracht, dass sie mir dann jeden Monat halt eine Rate bringt. Hat sie es gemacht? Sie hat es unregelmäßig gemacht. Mal einen Monat, dann einen Monat mal nicht und dann hat sie mal doppelt bezahlt. Also ist ganz schlimm gewesen. Okay, noch ein anderes Beispiel. Sie fährt das Auto von meinem Mann. Sie, das ist finanziert. Ja. Wir bezahlen die Rate. Und und sie sagt jeden Monat, ja, ich bringe euch das Geld und sie macht es einfach nicht. So, jetzt kommen wir mal zu dem Mann, zu deinem Mann. Du bist sehr widerborstig und sauer auf die Frau, ne? Merke ich. Aber so aus tiefem Grund heraus, aus tiefem Herzen heraus. Wie verhält sich dein Mann in der Situation? Ist er für ihn ein schwieriger Konflikt? Also wenn wir alleine sind, dann steht er mir bei. Ja. Dann quasi sagt er so das, was ich hören möchte. Ja. Wenn sie erscheint, zeigt er mir sein anderes Gesicht. Ah, das heißt also in Anwesenheit seiner Mutter steht er dann mehr auf Seiten seiner Mutter als denn auf deiner Seite. Als ob sie ihn damals als Kind hypnotisiert hätte oder so. Das war starker Tobak, was du da vorhältst. Gibt's eigentlich gibt's auch einen Schwiegervater? Ja. Hält der sich raus, oder? Ja, der geht jedem Konflikt aus dem Weg und ist selber ein Hallo-Tri. So, nun kann ich mir vorstellen, dass da Susi sitzt mit ihrem Mann, auch vor allen Dingen, wenn die Schwiegermutter dann gegangen ist, und da ist ein Riesenzopf und sagt, und du sagst dann zu ihm mit, wie kannst du mir in den Rücken fallen, so und so. Ist das so? Mhm. Ist es so weit, dass eure Beziehung gravierend darunter leidet? Sehr. Sehr? Wir haben auch, also im Bett läuft auch gar nichts mehr. Und letztendlich hängt es damit alles zusammen? Ja, weil ich mich blockiere. Weil ich kann ihm im gewissen Sinne gar nicht mehr vertrauen. Geht das hier so weit, dass du sagen würdest, unsere Beziehung, unsere Ehe steht unter Umständen auf dem Spiel? Ehrlich? Hast du es so formuliert schon? Bei ihm? Nee, formuliert noch nicht. Aber es hängt so in der Luft irgendwie. Er ahnt es schon. Wie war denn die Beziehung zu deiner Schwiegermutter vor der Ehe? Wir hatten damals etwas weiter auseinander gewohnt und da war das nicht so schlimm. Also es fing dann direkt an, als ihr da in die Nähe gezogen seid nach der Hochzeit. Ja, eigentlich wurde es richtig schlimm, nachdem die Kleine halt geboren war. Weil sie sich da versucht hat, immer mehr einzumischen und... Also sie sagt mir nicht, dass ich sie jetzt so und so erziehen muss. Sie sagt einfach nur, beziehungsweise sie lästert über mich. Sie sagt zum Beispiel, ich bin voll aufgeregt, sie sagt zum Beispiel, dass es kein Wunder wäre, dass ich 2 Fehlgeburten gehabt hätte, weil ich angeblich drogenabhängig gewesen wäre. Und das lästert sie... bei den ehemaligen besten Freunden von meinem Mann rum. Und schon ist es durch die ganze Dorfgemeinschaft. Ja klar, ich hab in diesem Kreis, wo sie das gesagt hat, habe ich natürlich einen Informanten sitzen. Klingt krass. Das heißt, dass die Situation ist ja insofern wirklich sehr ernst, dass euer Leben, eure kleine Familie momentan sehr gestört und sehr irritiert ist. Du hast kein Vertrauen mehr zu ihm. Nee, sagst du. Wie denn auch? Wie denn auch? Weil du denkst, letztendlich steht er mehr auf der Seite der Mutter als auf meiner Seite. Letztendlich. Ne? So denkst du. Ja. Er hat sich noch nicht klar zu mir bekannt. Ich habe nicht das Gefühl der Loyalität, was er mir gibt und mir zeigt. Also ich habe auch das Gefühl, wenn er mit denen zusammen war, dass er dann wieder, der hat dann wie so einen Höhenflug. So, das ist jetzt, ich finde, es ist höchste Eisenbahn, dass da irgendwas passiert. Sonst fahrt ihr wirklich gegen die Wand und eure Beziehung, eure Ehe ist kaputt. Also ich hatte
hatte mir schon überlegt, einfach mal, ohne ihn vorzuwarnen, einfach mal weg zu sein, die Kleine zu nehmen, alles zusammenzupacken und dann einfach wegzufahren. Finde ich nicht so gut. Ich finde, das schaukelt das Ganze noch mehr hoch. Ja, aber dann sieht er doch endlich mal, was er an mir hat. Ja, das mag sein. Aber ich finde den anderen Weg des Zueinanderfindens, das zu versuchen, finde ich richtiger und wichtiger. Ich finde, dass ihr beide müsst zu einer Eheberatung gehen. Ihr beide. Weil das ist erstmal ein Problem zwischen euch beiden. Es ist wirklich ein Problem zwischen euch beiden. Und das muss eine neutrale Person mit euch bequatschen. So. Und danach können weitere Sachen dann, können auch entschieden werden und werden sich fügen. Wenn du jetzt wegfährst, gut, dann kapiert er das vielleicht erstmal, wie ernst es ist. Aber es ist ja Krieg dann, letztendlich. Ne? Es steigert sich. Sie kriegt wieder neuen Stoff und sagt zu ihrem Sohn, siehst du, so eine ist das. Die haut einfach mit deinem Kind ab und die Emotionen schlagen hoch. Ich glaube, damit ist keinem gedient. Ich finde diesen anderen Weg erstmal wichtiger, richtiger auch. Ich war schon mal in der Therapie, aber die konnten mir nicht sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Die geben mir keine Richtung. Nein, du sollst auch zu keiner Therapie gehen. Ihr sollt zu einer ganz klassischen Eheberatung gehen. Es gibt vielleicht auch eine ganze Menge Missverständnisse, ich weiß es ja nicht. Ich habe mit deinem Mann jetzt nicht gesprochen, rede ja nur mit dir und ich glaube dir, was du sagst. Mhm. Vielleicht ein Missverständnis auch zwischen euch, die er wieder ganz anders sieht und du weißt es nicht. Und dafür ist halt so ein Beratungsgespräch so wichtig, dass man sich auch entflechtet gegeneinander, miteinander. Ich versuche auch manchmal ihn zu fragen, ob er mich verstanden hat, was ich ihm gesagt habe. Ich sage jetzt nicht, hast du das verstanden oder so, sondern ich versuche dann hintenrum zu fragen, wie er das jetzt sieht, was ich ihm gesagt habe. Mhm. Und er sieht das immer ganz anders. Siehst du, das ist schon so ein Punkt. Genau so ein Punkt ist es. Ich schlage vor, wir geben dir jetzt eine Adresse, eine Telefonnummer von der besten, nicht von der besten, sondern von der nächsten. Besten können wir nicht beurteilen. Von der nächsten. Ja, nächste ist gut. Egal, aber irgendwie kommt man da schon hin. Also in Deutschland haben wir ja nicht so irre Entfernungen. Hm. Und dann überlegst du, ob du das vorschlägst in deiner Ehe. Ich finde, das wäre ein guter erster Schritt, Susi. Hm? Tja, dann werde ich das mal ausprobieren. Ja, du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Jean, 49 Jahre. Hallo. Hallo Jean. Um was geht's bei dir? Um was geht es bei mir? Bei mir geht's darum, dass ich demnächst 50 werde. Ja, das sehe ich, wenn du 49 bist. Ja, und ich nicht damit zurechtkomme, weil ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt so alt werde. Warum? Bist du krank? Ja, ich bin schwerbehindert. Ich bin von Geburt aus chronisch krank und bin zudem auch noch später MS-krank geworden, so mit 17, 18. Oh. Was für eine chronische Erkrankung hast du von Geburt an? Oh, ich hatte zusammengewachsene Nieren. Mhm. Hat man die irgendwann dann operativ? Ja, also in den frühen 60er Jahren, da war das noch so was Science-Fiction-haftes. Ja. Das heißt, man hat dich zwar operiert, aber letztendlich hast du und leidest bis heute auch an dieser Erkrankung. Ja, nee, das ist also die Folgeerscheinungen davon. Welche sind das? Ja, das hat. Ich habe sehr empfindliche Nieren. Ja. Nicht die, also. Was für eine? Ich spüre den Nachtfrost an den Nieren. Zum Beispiel. Und lauter so. Ich bin extrem wetterfühlig. Also auch ganz schnell empfindlich und es kommt gleich zu Entzündungen. Ja, lauter diese Geschichten. Ja. Also. Und da hinzu kam dann auch noch, als du 17 warst, die MS-Erkrankung. Ja, mit 17, 18. Wie weit ist die MS-Erkrankung fortgeschritten? Jetzt, ja, heute? Ja, ich bin 100% schwerbehindert. Sitzt du im Rollstuhl? Wenn es mir gut geht. Sonst liegst du? Sonst liege ich. Achso, dann ist Rollstuhl sitzen schon ein Fortschritt. Ja, ne, so habe ich das verstanden. Ja, das ist ein Fortschritt. So, ja. Jetzt bist du 49. Jetzt bin ich in 2 Monaten 50. Und genau, so hast das Gespräch gerade angefangen. Ich bin bald 50 und kann es irgendwie gar nicht glauben, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich 50 wäre. Ja, ich dachte Anfang 20 dachte ich, wenn ich Glück habe, schaffe ich so mit 31. Ist das denn jetzt nicht eigentlich, ich frage dich erstmal, ist das nicht eigentlich ein Triumph und toll, dass du sagst, Mensch, verdammt nochmal, ich hab's geschafft?
Ja, sag mal, ja, ich find's eine richtige Leistung. Ja. Finde ich auch, wenn man so krank ist und sich so, hat so quälen müssen. Und ich finde es eine richtige Leistung. Du hast das gerade mit so einem Ton gesagt, dass ich dachte, er bedauert das fast. Aber so habe ich es, dann habe ich es falsch verstanden, ne? Dann habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Ja. Nee, das ist schon, weil ich habe halt, wie soll ich anfangen? Ich hab ein gutes Elternhaus, ja. Ein gutes Zuhause. Da bin ich auch froh und dankbar. Leben deine Eltern noch? Ja. Ja. So, und das ist es aber auch. Und dann habe ich... Man kann sagen, ich bin schon ab im ersten Schuljahr ganz schwer und übelst gehänselt worden. Und das hat nie aufgehört. Also das heißt, dieses Leben, was jetzt hinter dir liegt, ist ein durchaus, kann man sagen, schwieriges Leben gewesen. Ja, aber wie? Du hast auch nie normal arbeiten können? Oder doch, gab es da mal Zeiten? Es gab immer wieder Perioden, wo ich gewisse normale Arbeiten noch machen kann. Wie ist es mit, du hast auch keine Familie gründen können? Nein, ich habe das nicht, nein. Und hast auch keine Beziehung gehabt? Oder hast du mal zwischendurch eine Beziehung gehabt? Ich hab eine sehr gute Freundin. Auch heute noch? Die habe ich auch heute noch, ja? Was ja auch wertvoll ist. Das ist was Wunderbares. Ist es eine tiefe Freundschaft, eine platonische Freundschaft, oder ist es auch eine körperliche Verbindung? Jetzt muss ich einen Sprung machen. Ja. Ich werde das nie vergessen. Das war 1995/96. Mhm. Da hast du eine Sendung gemacht nachts über die Sexualität bei Schwerbehinderten. Ja, genau. Ja. Ja. Und da sprach ein schwerbehindertes Ehepaar von sich. Ja. Ist lange her. Es ist wirklich sehr lange her, aber ich kann mich da gut dran erinnern. Und danach rief eine, ich sag's mal in Anführungszeichen, eine sogenannte ältere Dame an, die äußerte sich so etwas von abfällig, menschenverachtend, verletzend, ekelhaft. Ja. Mhm. Da, ich kann das nicht mehr wiedergeben, wie du auf die reagiert hast, aber ich habe das halt nie vergessen. Mhm. Das hat mich, wie du da reagiert hast, das hat mich also... Respekt, das hat mich sehr beeindruckt. Aber jetzt bist du drauf gekommen, weil ich dich gefragt habe, ob du eine erotische Beziehung zu deiner Freundin hast. Ja, und ich hätte das damals nicht für möglich gehalten, dass es das nur bei mir geben kann. Ach so. Und dann damals hast du dann diese Frau kennengelernt? Nein, die habe ich nicht kennengelernt. Das ging erst Jahre später. Ach so. Aber das hat mir sozusagen die Sinne so weit geöffnet, dass ich als gesellschaftlicher Außenseiter mir klar darüber geworden bin, dass ich halt auch noch eine andere Seite in mir habe. Mh. Und die auch von anderen begriffen wird, gemerkt wird. Ja. Wie zum Beispiel positiv, das wie zum Beispiel von dir. Ja, aber das ist doch eine tolle Sache, dass du dann auch noch im Alter, da warst du dann ja auch schon Anfang 40, Mitte 40 ungefähr, ne? Ja. Dann das Mädel kennengelernt hast und ihr euch so gut jetzt versteht. Das ist doch eine tolle Sache. Ja, das ist auch eine tolle Sache. Ein großes Glück ist das. Das ist so der Himmel. Das finde ich so schön, will ich dir sagen. Wenn man so krank ist und so gebeutelt ist vom Schicksal, wie du es von dir beschreibst. Und wenn du dann sagst, das ist der Himmel, ich hab da ein Mädel. Wie alt ist denn das Mädel? Wie alt ist die? Die ist Mitte 30. Ja, das ist das Glück und wir verstehen uns. Ist doch wunderbar, ist das doch. Ja, das ist der wahre Reichtum. Das ist wirklich der wahre Reichtum, du hast wirklich recht. Wann wirst du 50? Im Februar. Im Februar. Ja. Ein Wassermann, oder? Ja. Ja. Also, da kann man ja eigentlich nur sagen, auf in die nächsten, na sagen wir mal 40 Jahre, oder? Ja, sagen wir mal so, es würde mich auch nicht stören, 150 zu machen. Genau, nein, du überrundest dann noch den Hesters, der wird da jetzt 100, ne? Ja, genau. Ja. Also, das finde ich eigentlich einen sehr schönen, nicht eigentlich, ich finde es einen sehr schönen Anruf. Eigentlich in dem Sinne meine ich, weil es so eine gute Wendung hat. Du hast mir schlimme Dinge erzählt aus deinem Leben, aber letztendlich
Letztendlich geht's dir gut, ne? Ja, aber ich hätte das damals nie gedacht, dass mir so etwas passiert. Ja. Auch damals, als ich dich gehört habe, Mitte der 90er. Mhm. Das hätte ich damals nie gedacht. Mhm. Damals war ich so weit, dass ich auch nie gedacht hätte, dass ich so alt werde, wie ich jetzt bin. Ja, das zeigt mir auch nochmal, wie wichtig es ist, dass man auch solche Sendungen macht, die auch eher so in den Tabubereich reingehen. Das hieß Behinderung und Sexualität damals. Und dass man eben alles zu Wort kommen lässt, weil man vielen Leuten dann vielleicht auch Mut zusprechen kann und noch einen Anstoß damit vermitteln kann. Ja. So, lieber Jean, du grüßt mir deine Freundin herzlich von mir. Ja. Und ich wünsche alles Gute und lasst es euch wirklich gut gehen. Und Glückwünsche zum Geburtstag sage ich natürlich noch nicht, aber einfach alles Gute so in Zukunft. Ja, okay. Dir auch alles. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschö. Rebecca, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Rebecca. Rebecca schweigt und spielt am Telefonhörer. So ist Rebecca. Hallo. Hier ist Rebecca. Ja, Rebecca. Um was geht's denn? Ja, ich bin jetzt ein bisschen baff, dass die Reaktion so schnell war. Ja, gute Frage. Ja? Also, es geht um eigentlich viele Sachen und ich weiß immer nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und ich weiß, dass ich es auch kurz machen muss. Aber ja, mein Problem ist, ich habe Multiple Sklerose. Mhm. Und eigentlich ist das aber so die geringste Problem, was ich habe. Mhm. Hört jetzt ein bisschen makaber an, aber lass ich mich bin schwanger. Lass mich nur kurz zwischenfragen, wie lange hast du MS schon? Also die Diagnose habe ich vor 3 Jahren gekriegt. Ja. So, und mir ging es eigentlich relativ gut die ganze Zeit damit. Mhm. Und habe es natürlich, wahrscheinlich, wie man viele Dinge im Leben macht, verdrängt. Und solange es mir gut ging, ging es mir auch mit der Krankheit gut. Und ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich Rückschläge habe oder wenn ich irgendwas, ich bin ein Mensch, der sich gerne viel vormacht und auch viele Sachen nicht wahrhaben möchte. Ja. Und die sind irgendwann mal alle ans Tageslicht gekommen und irgendwann geplatzt. Und dann musste ich mich damit auseinandersetzen. Und jetzt bist du schwanger. Und genau, und das ist eigentlich das, worum sich eigentlich momentan vieles dreht, weil ich habe vor 3 Monaten eine Trennung gehabt. Also ich bin Sängerin einer Band, mhm, und bin mit dem Bassisten zusammen gewesen. Und ja, das war eigentlich so der erste Mann in meinem Leben, der mir dachte, naja, also der hat viel verändert, viel aus mir rausgeholt und hat mich dann irgendwie knallauffall verlassen. Und ja, ich bin der Meinung bis heute und bin auch der Meinung, dass ich irgendwo recht habe, dass die Entscheidung eigentlich nichts mit mir zu tun hatte und er nicht so richtig weiß, was er will. Und so, das musst du mir sagen. Jetzt fusseln wir zu sehr rum. Genau, das ist nämlich mein Problem. Ich, wir haben nach wie vor irgendwie zwischendurch Kontakt gehabt, bla bla bla. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was ich meine. Und Ende vom Lied ist, dass ich schwanger bin und mir ist... Von ihm. Von ihm. Mhm. Und ich nach einer langen Depression, wo ich wirklich am Boden war, ging es mir plötzlich total gut und auch gesundheitlich. Mhm. Und aber es gibt ein zentrales Problem jetzt. Na, das Ding ist, es hat sich jetzt wieder, also ich wollte das Kind und mir wurden auch das erste Mal eingeräumt, dass das wirklich ohne Chance sein kann, für mich auch. Mhm. Und dann sind einfach wieder ein paar Dinge passiert, die mit ihm zu tun hatten und mir ging es körperlich wieder richtig schlecht und jetzt muss ich mich eigentlich dagegen entscheiden, ansonsten ist das Risiko zu hoch, um das so auszudrücken. In welcher Woche bist du schwanger? Ich bin jetzt in der 10. Woche und am 15.12. ist der Abtreibungstermin. Ah, das ist also das Problem. Das ist das Problem und ich weiß nicht, wie ich das vertreten soll, beziehungsweise wie ich danach damit umgehen soll. Und es gibt quasi eine medizinische Indikation bei dir. Ja, so kann man es nicht sagen. Es ist, nein, ich muss es anders sagen. Die Begründung ist, dass es für dich zu risikoreich ist. Ich bin zu labil. Ich bin nach den ganzen Dingen, die passiert sind, einfach nicht stark genug, zum Beispiel ohne Medikamente diesen Weg zu gehen und 9 Monate. Also es geht um eine seelische Geschichte. Es geht nicht darum, dass du aufgrund deiner Doch, genau, das hängt ja damit zusammen. Bei mir ist es einfach so, wenn es mir wirklich seelisch total schlecht geht, schlägt klar. Das alles ist, auf diese Krankheit genau. Und zwar extrem. Mhm. Das heißt also, nochmal im Klartext gesagt, die Ärzte haben dir empfohlen, dass du das Kind nicht bekommen sollst. Ja. Weil das Risiko zu groß ist für dich, für die Mutter, dass du das nicht überstehst oder dass du daran, was heißt nicht überstehst, aber dass du zu große Schäden davon trägst. Ja, genau. Mhm. Und du bist jetzt in dem Konflikt, weil du eigentlich das Kind haben möchtest? Genau. Nicht nur eigentlich, du würdest es wirklich gerne haben. Ja. Mhm. Und ich weiß aber letztendlich, dass das
dass ich natürlich irgendwo vielleicht auch unverantwortlich dem Kind gegenüber wäre, wenn mir was passiert. Mhm. Und das Kind steht dann ohne Mutter da und hat einen Vater, der irgendwie, wo ich selber nicht weiß, was er eigentlich, wie er dazu steht und so eine Dinge. Und es ist natürlich jetzt ein sehr kompliziertes, auch sicher kompliziert medizinisches Problem bei dir. Na, vor allem, weil ich Angst habe, auch das nachhaltig, dass sich das auch trotzdem auf die Krankheit auswirkt, weil ich vielleicht einfach ein richtiges Ding wegbekomme. Und, Ja, es ist, also ich habe in meinem Bekanntenkreis hatte in meinem Bekanntenkreis eine junge Frau vor einiger Zeit, die ein bisschen älter war als du, auch MS erkrankt, und die war auch schwanger. Und da war die große Frage, ist das genau wie bei dir jetzt, also nicht ganz so krass, weil es diese seelische Komponente nicht so sehr gab. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat sich dann für das Kind entschieden. Und dieser Frau geht es so prächtig. Ihr konnte auch gar nichts Besseres passieren, als dass sie schwanger geworden ist und auch das Kind und die Verantwortung und alles. Nun kann man das natürlich nicht übertragen auf andere. Na, mir ging es am Anfang genauso. Mhm. Und dabei jetzt ständig, ich merke einfach, dass ich habe wirklich Angst davor, dass irgendwas passieren wird. Mhm. Und ich bin auch auf der Suche, sowieso bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, auch schon auf der Suche nach einem Therapieplatz gewesen, weil ich mir einstehen musste, dass ich eine Menge Probleme habe. Mhm. Und warst du denn bei einer schwangeren Beratungsstelle? Naja. Und aber hat das was? Nee, weil es hängt viel zu viel mit einfach auch mit seelischen Konflikten zusammen und immer im Zusammenhang auch mit dieser Krankheit. Ja, ist klar. Das ist natürlich, dir ist aber auch klar, dass ich natürlich da überhaupt keine Stellung zu beziehen kann. Ne? Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil der Fall zu kompliziert ist. Und, und wir beide wahrscheinlich mehrere Tage miteinander reden müssten, damit ich das richtig verstehe. Und dann müsste man auch noch mit den Ärzten wieder reden. Aber ich verstehe deine Notlage im Moment. Meine Notlage ist hauptsächlich die, dass ich weiß, dass ich dass mir eigentlich keiner helfen kann. Das, genau. Aber das die einzige Hilfe, die ich irgendwie bräuchte, wäre, dass irgendwie ja niemand dran nimmt, also ein Psychologe oder irgendwas. Und ich rufe so oft irgendwo an und letztendlich ist es so schwierig, irgendwo ranzukommen. Mhm. Das heißt also, dir fehlt, das ist natürlich schon eine sehr traurige Sache, wenn dem wirklich so ist, dir fehlt wirklich eine sehr differenzierte Beratung, einen Ansprechpartner? Ja. So wie ich es aus deiner Stimme höre, rufst du aus Berlin an, kann das sein? Ja. Und da ist das nicht so. Es gibt tausend Psychologen und Praxen und irgendwie, wenn man dann ruft an, dann wird gefragt, was ist ihr Problem? Mhm. Und ich hab nicht nur ein Problem, ich habe einfach mehrere Probleme, die irgendwie gab auch seit 7 Jahren Bulimie und solche Sachen. Das sind alles noch nebenbei noch hingestellt, auch seine Sachen. Und dann wird man entweder, ist kein Platz gerade frei oder ich kann nicht am Telefon anrufen und darüber reden, was mich seit Jahren belastet und ich das erste Mal, das geäußert habe. Ja, verstehe. Sehr bedrückend, sehr traurig und sehr bedrückend finde ich das. Vor allen Dingen in einer Situation, wo man jetzt auch nicht viel Zeit verlieren darf mehr. Ne? Mhm. Es ist ja so, es ist ja alles, es drängt ja alles. Und es geht immerhin um die Entscheidung, abzutreiben oder nicht abzutreiben. Ein Kind zu kriegen, ein Kind nicht zu kriegen. Ja, und wenn, egal für welche Sache ich mich entscheide, dass ich bin dann erstmal einsam irgendwie, weil ich weiß, es ist einfach. Mhm. Und meine Hoffnung, dass ich dir geschrieben habe, letztendlich war die einfach die, dass es vielleicht irgendjemand hört und mich an irgendjemand ranbringen kann. Ja, weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Ich kann natürlich nicht, das kann ich im Rahmen der Sendung und der Zeit, die uns jetzt hier zur Verfügung steht, nicht, ne, das ist ja klar. Aber gut, dass du angerufen hast und gut, dass wir haben zumindest diesen Erstkontakt herstellen können. Jetzt kannst du, das verspreche ich dir, erstmal in aller Ausführlichkeit mit meinem Psychologen sprechen. Das ist schon mal der erste Schritt. Darüber hinaus wird er dir Tipps geben, was du tun sollst. Und darüber hinaus wiederum, ich habe gesagt, du rufst aus Berlin an. Wir haben so viele Zuschauer in Berlin, das weiß ich. Bitte ich jetzt diejenigen, die zugehört haben, die vielleicht eine Idee haben, wie man dir auch jetzt schnell helfen kann, im Berliner Raum, sich bei uns zu melden und dann werden wir den Kontakt herstellen, damit da endlich was in die Gänge kommt. Ja. Das ist das, was ich dir anbieten kann, Rebecca. Es ist nicht so sehr viel, aber ein bisschen ist es. Und vielleicht, das ist für mich eine Menge, also wenigstens den Versuch gemacht habe. Ja, es ist zumindest ein Versuch. Das heißt, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles Liebe und schönen Grüße nach Berlin. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr mich gerne sprechen wollt und erreichen wollt hier in der Sendung. Und hier ist Moni. Moni ist 35. Ja. Hallo Moni. Hallo. Ja, ich habe ein Problem, oder kann man sagen.
Ich lebe seit 4 Jahren mit einem zusammen. Mhm. Und am Anfang haben wir uns gut verstanden und danach wollte er mich nicht mehr und dann bin ich halt schwanger geworden, Unfall. Mhm. Und naja, und danach ist die Liebe halt nicht mehr so, wie es sein soll. Er mag mich zwar, aber vom Sexuellen her kommt nichts mehr rüber. Aber es gibt jetzt ein Kind. Es gibt 2 Kinder. 2 Kinder sogar? Ja. Von diesem Mann? Nein, ein Kind nur. Achso, das andere Kind ist von früher irgendwann. Mhm. Ja. Und immer wenn ich von ihm Sex haben will, dann muss ich darum betteln. Da musst du darum betteln? Ja, er hat entweder Kopfschmerzen oder er ist zu müde. Mhm. Ist das denn, kannst du das genauso an der Zeit festmachen, dass es mit der Geburt was zusammen, dass es damit zusammenhängt? Ja, nee, er wollte mich zuerst nicht. Aber dann ist ja der Kind auf die Welt gekommen. Nein, nein, ich meine, wann hörte die Sexualität, das Interesse an Sexualität bei ihm auf? Nach der Geburt? Nach dem Kind. Also nach dem Kind. Mhm. Ja, und dann habe ich ein bisschen zugelegt. Ich bin nicht fett, aber ja. Ein bisschen habe ich. Ja, also bis zur Zeugung des Kindes quasi war alles okay. Ja. Mehr oder weniger, sexuell auch. Ja. Ja. Wie alt ist denn das Kind jetzt? Der wird 3. 3 Jahre schon? Das heißt, ihr seid 4 Jahre zusammen, dann ist ja die letzten 3 Jahre tote Hose bei euch. Ja. Das ist ja schon ein dickes Ding, finde ich. Ja, ja, aber was soll ich machen? Ich habe ein Kind und ich habe ihn damals geliebt und jetzt ist es mir eigentlich egal. Und früher saß ich immer daheim, habe immer auf den gewartet und jetzt ist, so die... Der ist dir jetzt egal? Ja, ich mag ihn, aber es ist keine Liebe mehr da. Aber ihr wohnt in einer Wohnung? Ja, ja. Ja. Versteht ihr euch denn so in Dingen des Alltages? Ja, im Alltag verstehen und er hat zwar auch seine Macken, aber... Ja, aber es ist so eine funktionierende WG, kann man sagen. Ja, aber ich bin nicht der Typ, dass ich Streit suche. Wenn mal Streit ist, dann entschuldige ich mich eher, als wie ich zu sagen, hier, du bist ein Arschloch oder was weiß ich, das mache ich nicht. Ja. Dann will ich lieber Ruhe haben und Frieden, dann entschuldige ich mich. Ja, aber du hättest durchaus auch Interessen und Sehnsüchte, dich mal wieder auf eine Beziehung einzulassen, Erotik zu erleben, Sexualität und so weiter. Also im sexuellen Wesen bin ich leer. Nach 3 Jahren, ja. Mhm. Und dann habe ich mal gechattet. Ja. Und habe ich da einen kennengelernt und wie es dazu kam, habe ich mich mit dem getroffen. Mhm. Ja, dann haben wir uns unterhalten, dann sind wir im Bett gelandet. Ja. Und jetzt ist die Frage, ist das billig, wenn man am ersten Tag im Bett ist? Nein, also von billig, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, nein, das ist nicht billig, Unsinn, wenn man sich toll findet und wenn es stimmig ist. Ja, ich brauche es ja, ich bin ja voll mit Sex. Weißt du, ein ganz anderer Punkt ist wichtig, nicht, ob du da beim ersten Mal im Bett gelandet bist. Mach es doch, wenn du Bock drauf hast. Warum nicht? Ja, es heißt ja, eine Psychologe hat gemeint, wenn eine Frau 6 Monate keine Liebe, keine Zärtlichkeit kriegt, dann ist das berechtigt. Ja, okay. Das kann man vielleicht beim Mann auch so sagen. Aber das ist auch völlig falsch. Aber ich gebe ihm ja alles. Ich sag denen, was du für Sexualität haben willst. Nein. Alles, Moni. Aber nichts. Nein, Moni, der Punkt ist ein ganz anderer. Der Punkt ist, dass ihr keine Beziehung mehr führt. Und ein weiterer Punkt ist, dass ihr formal auch diese Beziehung aufgeben solltet. Das heißt, dass ihr auch nicht mehr in einer Wohnung zusammenleben solltet. Ja, stimmt, aber uns hält ja noch was zusammen. Ja, das Kind. Nein, nicht das Kind, sondern was Finanzielles. So, kann man das nicht auch regeln? Jein. Doch, nee, nicht jein. Man kann alles Finanzielle auf dieser Welt kann man regeln, wenn auch vielleicht kompliziert und mit Einbußen. Aber ich finde, es ist immer wert, das zu machen, weil es einfach Lebensqualität bedeutet hinterher. Du sitzt doch im Gefängnis da. Nein. Ja, natürlich, irgendwie schon. Du sagst, du schluckst runter, du entschuldigst dich, der Mann ist dir eigentlich egal, das ist ein ganz guter Kumpel, aber es ist kein Partner. Du kannst dich auf eine neue Partnerschaft gar nicht richtig einlassen, weil ihr so verhakt miteinander seid. Also ist es doch kein gutes Leben. Du würdest doch wahrscheinlich aufatmen, wenn, nehmen wir mal an, Moni, dieses Finanzielle könnte ich jetzt so einfach ad hoc wegzaubern. Ja, dann will ich sofort weg. So, und das ist doch ein Wort. Ja, dann bin ich eh weg, aber es verbindet uns ein Schuldenlast und das muss erstmal weggemacht werden. Kann man, es geht um Schulden. Ja, und das muss erstmal weggemacht und wenn das weg ist, bin ich eh weg. Aber kann man, jetzt sind wir auch beim Thema, wie viel Geld geht es da? Darf ich fragen? Du musst es nicht antworten. Warte mal, das sind
über ein paar hunderttausend. Euro? Ja. Oh ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja, deswegen, das muss erstmal erledigt werden und ja, dann bin ich eh weg. Ja gut, in 30 Jahren. Wenn ich es verkaufen kann, ist es weg. Mhm. Gut, da kann ich jetzt nicht zu sagen, das ist, ja, ist auch nicht Haken so. Der Haken ist, mit denen ich mich da getroffen habe, es war ja nicht nur der eine, es sind ja auch andere gewesen. Ach so, jetzt kommt das so nach und nach raus. Und das Schlimme ist ja, man sagt, jede, es ist die, das was Neues und, ja. Und jedermann ist anders da. Ja, ja, klar, und das gefällt dir. Es ist sehr reizend, aber keiner von denen hat mich befriedigt. Naja, gut, beim ersten Mal, so one, das waren alles so One-Night-Stands, ne? So eine Nachtgeschichte. Ja, aber es war zwar sehr schön, aber danach, wenn ich dann angerufen habe, mit ihm geredet habe, ja, so und so. Und gut, es war die schnelle Sexnummer. Da ja, kann man, das ist aber gelogen, weil ich am Anfang an gesagt habe, was ich möchte. Ja. Und da haben die mir auch danach geredet, aber nee, die wollten lieber was anderes. Amoni, das ist, finde ich, jetzt so ein bisschen nebensächlich. Ich finde, ja. ich finde viel wichtiger und was dich ja so bedrückt auch, so wie das Gespräch angefangen hat. Ja, ich gehe ja, ich tue die Kinder hinlegen, dann gehe ich abends weg. Wir können ja daheim rumhocken. Hat er das denn mitbekommen, dass du da schon auf Abwägen bist? Nee, ich habe ihn zwar gedroht, aber... Mhm. So, jetzt will ich nochmal fragen mit den Schulden. Könnte man diese Entfusselung da, oder Entknäulung mit den Schulden nicht auch hinkriegen und organisieren, wenn man schon getrennt ist? Nee. Warum nicht? Weil das nicht geht. Aha, das überzeugt mich jetzt. Gut, das geht nicht. Ja, und deswegen wollte ich fragen, ob das billig ist, wenn ich fremd gehe und ob das berechtigt ist, dass ich fremd gehe. Ja, ich finde es berechtigt, weil es keine Ehe, weil es keine Beziehung mehr ist, was du da führst, weil es gar nichts mehr ist. Es ist nur noch eine Wohngemeinschaft, wie gesagt. Letzte Mal, wo ich angerufen habe, dann haben Frauen angerufen, die gesagt haben, wir wollen keinen Sex. Ja, ich erinnere mich, dass die Frauen hier angerufen haben. Ich verstehe nicht. Sex ist was super Geiles. Es ist wie das tägliche Brot. Also. Ja, also ich mag wirklich, dass du da ein großes Manko hast. Und ich finde es nicht billig, wenn du es machst. Aber ich finde es auf Dauer nicht korrekt, wenn man so lebt. Ja. Nämlich in einer Scheinbeziehung ist und dann sich seine Sachen irgendwo anders holt. Vielleicht ist es jetzt für eine Übergangszeit irgendwie dann auch okay bei euch. Mag ja sein. Aber sieh zu. Ich kann das jetzt nicht beurteilen und wir können da auch nicht ausführlich drüber reden, weil du es auch nicht so möchtest. Ist auch nicht wichtig. Sieh zu, dass dieses Schuldending, dass das relativ schnell geregelt wird. Weil du hast wie aus der Pistole geschossen gerade gesagt, da bin ich weg. Ja, bin ich auch weg. Und das sagt mir so viel aus, was hier drin bei dir los ist im Herz. Nämlich, dass du dich nicht mehr interessierst für diese Beziehung. Nee, weil es mir allmählich leid ist. Ich tue für ihn alles. Ich mache alles für den. Ja. Immer mit lächelndem Gesicht. Keine Frau macht das. Ja. Wenn er nach Hause kommt, lächle ich an, tue ihm den Schlappen vor, tue das Essen vorbereiten. Ich mache alles für ihn. Im Klartext, aber trotzdem bin ich nicht gut genug. Im Klartext, Moni, dir steht's bis hier. Ja, ist so. So, also, wir fassen zusammen. So schnell wie möglich musst du aus dieser Beziehung raus. Weißt du selbst, aber ich unterstreiche das jetzt nochmal. Denk nochmal darüber nach, ob es nicht vielleicht auch dennoch eine Möglichkeit gibt, auch aus der Beziehung rauszugehen, während ihr die Schulden noch habt. Du sagst, es geht nicht. Ich sag's dir einfach jetzt nochmal so. So, und billig finde ich das andere nicht. Ich finde es nicht billig. Ja. Ich finde es normal, ich finde es nachvollziehbar. Ich finde es einfach nachvollziehbar. Ja, wenn ich jetzt so Männer sehe, die so richtig, also bin ich richtig geil. Das ist so, aber ich kann nichts dafür. Das kann man mir jetzt aus tiefstem Herzen, ne? Ja, ist so, wenn ich jetzt so Männer sehe, die so richtig toll aussehen, ja, dann denke ich so mir gerade im Bett vor. Ja, so eine bist du. Ja, so eine schlimme bin ich. Aber wofür, mir lebt nur einmal. Ja, es ist völlig in Ordnung. Also, ich wünsche dir, dass du bald ein Leben führen kannst, wo du das so richtig volle Kanne ausnutzen und wirklich auch ausleben kannst. Ich rufe dich dann mal an, wenn ich alles fertig habe. Ich bin die flotte Moni, sagst du dann, ne? Ich bin die flotte Moni. Dann weiß ich, wer es ist. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüssi. Leonie, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Abend. Ja, Frau Leonie, ich grüße dich. Um was geht's? Bei dir? Ja, also mir ist Folgendes passiert. Ich habe 2 Jahre lang jetzt einen Freund gehabt, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gern hatte. Mhm. Und ich habe immer ziemlich Schwierigkeiten mit dem gehabt, weil er das einfach, glaube ich, mir nicht
er hat mir das nicht zurückgegeben. Aber ich habe den so gemocht und habe mich auch an den geklammert, weil ich ansonsten sehr alleine bin. Also die Familie war nicht hinter mir gestanden. Hast du mit ihm gewohnt auch? Nein, nein, ich habe nicht mit ihm zusammen gewohnt. Er wohnt einige Kilometer weg von mir und ich bin halt da ganz oft hingefahren und die Wochenenden dort verbracht und bin in der Woche öfters hingefahren. Und also ich habe ihm nie so richtig trauen können. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht richtig in Ordnung, aber der hat so geschickt verstanden, dieses Alleinsein von mir auszunutzen und mir da immer wieder was vorzumachen. Also wirklich sehr, sehr raffiniert. Das klingt das so, als sei da irgendwas Schlimmes aufgeflogen. Ja. Was ist aufgeflogen? Ja. Vor etwa einem halben Jahr ging das los, dass mir das aufgefallen ist, dass mir ständig Geld gefehlt hat. Also ich habe das zuerst so verdrängt. Welche Summen so ungefähr? Also es waren kleinere Beträge, also mal 20 Euro, mal 50 Euro, mal 10 immer Euro. Immer so, wenn er da gewesen war? Ja, also meistens war ich ja bei ihm. Und dann, also eines Morgens wurde das dann wirklich krass. Also dann waren mal 70 Euro weg und ich habe das da auch kontrolliert. Ich habe angefangen, das zu kontrollieren, wie er so lange Zeit überhaupt nicht so drauf geachtet hatte. Dann habe ich wirklich mir aufgeschrieben, wie viel ich im Geldbeutel und am nächsten Morgen waren also 70 Euro weg. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und er hat mir also geradeaus ins Gesicht gelogen. Nein, das hat er nicht gemacht und hat es immer wieder betont. Ja, und er hat mich doch so gern und das würde er doch nie tun. Eigentlich müsste er ja jetzt sauer sein, dass ich ihm sowas unterstelle. Aber letztendlich ist rausgekommen, dass er es doch gemacht hat. Also ich habe das dann, ich habe mich dann wieder breitschlagen lassen und er hat dann einen Riesenskandal draus gemacht. Erstmal, der wohnt in so einem kleinen Dorf, da wollte er unbedingt als der große Saubermann dastehen. Aber es ist rausgekommen. Ich habe ihn dann ein paar Wochen später, wie gesagt, habe ich mich wieder breitschlagen lassen, bin wieder dahin gegangen, weil ich eben immer allein zu Hause hocke und einfach nicht damit fertig werde, weil ich den auch so gern habe. Und vorletztes Wochenende habe ich ihn überführen können. Ich habe dann nämlich angefangen, die Geldscheine mit Kugelschreiber so ein bisschen zu markieren, mit so einem Kreuzchen in der Ecke. Ja. Und dann komme ich morgens aus der Dusche raus, gucke rein in meine Geldbörse, ne? Hat wieder was gefehlt. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, gib mir mal bitte deine Geldbörse, lass mich mal reingucken. Hat er mir auch gegeben, weil der hat gedacht, ich bin so verknallt in ihn, dass ich das einfach nicht schnall. So, dieser Test ist jetzt frisch, das ist ja vor ein paar Wochen erst gewesen. Das war vorletztes Wochenende. Vorletztes Wochenende. Ja. Wie viel Geld hat er dir insgesamt geklaut? Das weiß ich nicht genau. Aber es sind nicht Riesensummen, ne? Es waren keine Riesensummen. Da sind wir schon mal froh. Es geht um die Tatsache, dass er das gemacht natürlich, hat. Natürlich, natürlich. Ich will das auch nicht runter. Er hat auch noch versucht, das abzustreiten, ganz, ganz dumm. Ja, das hast du mir doch gestern Abend gegeben, die 20 Euro, weißt du das nicht mehr. Seid ihr denn jetzt entzweit dadurch? Also mittlerweile sind auch noch andere Sachen rausgekommen. Er hat dann danach, nachdem ich ihn nun auf die Schliche gekommen bin, das zugegeben. Er hat das zugegeben. Das ist ja schon von Gewicht, ne? Er hat es zugegeben. So, ja, Leonie, du hast 2 Jahre an diesem Mann, hingst 2 Jahre an diesem Mann. Ja. Weil du verknallt warst oder einsam warst. Ja. Hattest 2 Jahre immer schon so ein irgendwie. Man hat ja oft einen Riecher, ne? Ja, ich hatte einen Riecher. So, ich und wenn man, gemerkt, ja, aber wenn man, was nicht. Ja, aber das ist ja das Schlimme, dass wir alle bekloppt sind, wenn wir verliebt sind. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich komme mir so dumm vor und so wahnsinnig ausgenutzt. Dass wir alle dumm vor. Dass wir, aber wirklich jeder von uns, glaube ich, auch kann so man vorgeführt von den vor den Leuten da in dem Dorf, ne? Dass wir alle, wenn wir verliebt sind, dass wir Dinge nicht so wittern und wahrnehmen, als wären wir wirklich bei Sinnen. Ja. So, wie ist der Stand der Dinge emotional, gefühlsmäßig jetzt bei dir? Hast du ihn jetzt abgeschrieben? Das ist ganz witzig. Ich habe letzte Woche gelitten wie ein Tier. Der hat Montagabend nochmal angerufen und dann hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. Mir ist es so schlecht gegangen letzte Woche, dass ich mir sogar freigenommen habe. Wie geht's dir heute? Jetzt am Wochenende war ich wieder dort und der hat sich, also er hat sich dann am Freitag nochmal gemeldet, ob ich nun komme oder nicht, aber ziemlich unfreundlich. Und da hat mich irgendwie, irgendwas ist passiert, mich hat so eine Art Kampfgeist gepackt. Ich bin dann einfach hingefahren. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht erklären, warum. Ich habe gedacht, nein, so einfach abschieben lasse ich mich jetzt nicht, weil der war so unfreundlich. Der wollte von mir hören, nein, ich komme nicht. Da habe ich gedacht, so, jetzt erst recht. Und wie war das Wochenende? Furchtbar. Der hat sich so ekelhaft mir gegenüber genommen, so fürchterliche Gemeinheiten gesagt,
so Leonie, jetzt muss ich wirklich dir ernsthaft was sagen. Wenn du dem auf die Schliche gekommen bist, ja, und er hat es sogar zugegeben, ja, dann gibt es meines Erachtens nur noch eine einzige richtige Handlung, nämlich diesen Typ für immer und ewig aus dem Leben zu verbannen, aus deinem Leben zu verbannen. Ja. Und ich hab stopp. Und du gehst wieder am Wochenende dahin, ja, lässt dich wieder blöd behandeln von dem, kommst wieder schlecht drauf, ärgerst dich wieder. Warum machst du das denn bloß alles? Ich weiß es selber nicht. Jedenfalls gestern ist dann was passiert, weil er fing dann plötzlich an, nächsten Samstag hat er keine Zeit, da geht er mit Arbeitskollegen. Nächster Samstag ist kein Thema mehr. Ja. Den nächsten Samstag gibt es für euch nicht mehr. Da bin ich auch drauf gekommen, dass er mich da auch angelogen hat und da ist mir dann endlich irgendwo die Klappe runtergefallen. Na endlich. Ich habe meine Sachen gepackt und bin nach Hause gefahren und heute bin ich seltsamerweise irgendwo erleichtert. So, na Gott sei Dank. Was ich gerade schon gedacht habe, dass du jetzt nochmal mit der Ari kommst, aber ach, irgendwie liebe ich ihn ja doch noch und soll ich noch und komme nicht von ihm los. Nein, Schluss jetzt, basta. Es gibt kein nächstes Wochenende mehr und kein übernächstes Wochenende mehr. Dieser Mann findet in deinem Leben nicht mehr statt. Ich denke, wenn man jemanden gern hat, beklaut man den nicht, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist nämlich das Letzte. Ich finde es noch schlimmer, als jemanden zu betrügen mit einer anderen oder so. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine Niederlage. Oder noch heimlich, ne, wenn man schläft oder. Du musst jetzt nur für dich auf die Reihe kriegen. Du hast jetzt eine Niederlage erlebt. Das ist nun mal so. Ich fühle mich so dumm. Der hat mir so dermaßen was vorgemacht, ja, so raffiniert. Gut, aber da kannst du daraus lernen. Man muss ja immer auf das Schlechte so sehen, dass man sagt, was kann ich daraus lernen für die Zukunft? Hm. Es ist nun mal blöd gelaufen. Ich verstehe auch nicht, warum der das gemacht hat. Ist doch egal. Warum? Egal, was ein Arsch ist. Ganz einfach. So darfst du gar nicht anfangen zu denken, dann bist du noch viel zu nah an dem Fall und viel zu nah in der ganzen Geschichte drin. Hm. Du musst abhaken. Abschneiden. Hm? Ich habe heute wirklich nach der Lüge gestern dann noch heute den ersten Tag, wo ich mal denke, so leck mich am Arsch. Wirklich. Mhm, ja, aber das war vorher, ich habe gelitten, mir ist es an die Substanz gegangen. Ich habe nur noch Kopfschmerzen gehabt, Gliederschmerzen. Ja, ich konnte einfach nicht mehr. Weil du es dir immer irgendwie wieder hingedreht hast und hast dann doch noch deine Liebe gesehen und das Gute gesehen. Ja, und der kam dann auch immer wieder an. Immer wieder, wenn ich da raus wollte, kam der an und hat mich wieder. Weißt du, was ich glaube, dass das auch so jemand war, der das die ganze Zeit durchaus gewittert hat, dass du so gestrickt bist. Das glaube ich auch mittlerweile. Genau. Und hat das wirklich dann wirklich dreist ausgenutzt. Ja. Wir wollen gar nicht hinter die Kulissen noch gucken, was der noch alles angerichtet hat. Vielleicht hat er noch was anderes nebenher laufen gehabt. Oder was weiß ich. In letzter Zeit hat er auch angefangen, in Geschäften zu klauen. Also der geht in Schuhgeschäfte rein und stellt seine alten Latschen einfach ins Regal, wenn die Verkäuferinnen viel zu tun haben und zieht sich neue an und marschiert mit denen raus und solche Sachen. Du musst für dich jetzt nur eine Strategie entwickeln, da du anfällig bist für so etwas und für diesen Mann auch, obwohl du jetzt schon ganz gut drauf bist. Du musst ja klar machen, wie du dich verhältst in den nächsten Wochen und Tagen. Ja, aber ich bin mir sicher, der kommt wieder angerannt. So, ich bin mir sicher. Genau. Ich muss es schaffen, dass ich da nicht mehr hingehe. Ja, du musst schaffen. Du musst dir von vornherein überlegen, was mache ich, wenn er anruft, was mache ich, wenn er vorbeikommt. Du musst dir ganz fest vornehmen, dass du da nicht mehr hingehst. Ja. Aber du musst dir auch eine Reaktion überlegen, wie du ihm gegenübertrittst, wenn er. Du musst klar Nein sagen. Du darfst dich überhaupt nicht mehr auf eine Diskussion einlassen. Ja. Ne? Das ist jetzt Vergangenheit. Traurige Vergangenheit, aber wir gucken jetzt nach vorne. Ja. So, liebe Leonie. Okay. Das passiert dir hundertprozentig nie mehr. Ne? Davon gehen wir mal aus. Also ich weiß nicht, wie ich das gestern geschafft habe, dass ich da so ganz ruhig rausgekommen bin, ohne rumzudiskutieren. Ja. Der hat wirklich dumm geguckt, aber ich bin einfach gegangen. So, das ist doch gut. Und diesen Götz von Berlichingen gerade, den du gesagt hast, das ist auch die richtige Einstellung. Ja. Ne? Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Jens Diegel bei der Technik. Wir sind morgen auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen.